Hallo Leute, herzlich willkommen im Sandkasten von Tropico 5. Ja, wie versprochen, nachdem wir die Mission beendet haben, beziehungsweise da kläglich gescheitert sind, also weniger ihr als mehr ich, widmen wir uns jetzt mal dem Sandkastenmodus. Bin mal gespannt, wie das ist. Das machen wir hier, neues Spiel. Einmal Sandkasten, genau. Machen wir natürlich als Heisenberg, als was auch sonst. Dann, Geld wollen wir ein bisschen mehr. Ich will ja auch was zeigen können. Wirtschaft, Politik, blablabla, lassen wir mal so. Stadtbevölkerung, nee, lassen wir auch mal auf 50. Dann gucken wir mal, was wir hier für Inseln hätten. Sehen soweit eigentlich... Oh, die sieht relativ cool aus. Die ist zwar wahrscheinlich eher klein, aber die ist auch schön. Ach, das sind eigentlich alles relativ schöne Inseln. Welche nehmen wir denn? Die Wüsteninsel ist nicht der beste Ort für den Ackerbau, doch Tropicos Bürger geben nicht auf. Nee, will ich nicht. Ich möchte irgendwas so Karibisches. Das sieht doch eigentlich ziemlich karibisch aus. Hier hinten hat man noch ein bisschen Platz. Sieht auch nicht schlecht aus, sieht auch nicht schlecht aus. Qual der Wahl. Die sieht da auch relativ cool aus eigentlich. Hier kann man auch überall schön bauen. Ach, lasst uns die machen. Puerto Coco. Diese normalgroße Insel mit ihren langen Stränden war einst ein Handelszentrum. Dann kam Tropico. Da kann man sicher schön was machen mit Touristen und so weiter. Gut, nehmen wir die. Dann lasst uns das mal starten. Hehe. Ja, und es ist jetzt schön hier ohne Zwang und ohne, keine Ahnung, Vorgaben mal ein bisschen zu siedeln. Aber eben, jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Das kann 5 Folgen Let's Play geben, weil ich scheitere. Oder es kann auch ein längeres Let's Play geben, denn ich möchte eigentlich die ganze Insel hier besiedeln. Ah, schön, guck mal. Ja, das ist halt schon schön bei Tropico 5. Da kriegt man gleich Lust hier reinzuspringen eigentlich. Aber wir sind ja nicht zum Baden hier. Hier sehe ich schon Öl, hier sehe ich Gold. Hier sehe ich auch Gold. Was ich auch sehe, ist, dass die ganze Karte aufgedeckt ist. Warum das denn? Habe ich das so eingestellt oder ist das im Sandkasten normal? Naja, ist ja egal. Dann sparen wir uns wenigstens die 1000 Dollar hier, wo wir die Armee losschicken müssen, um das Land zu erkunden. Ja, Verfassung nehmen wir gleich mal so an. Das habe ich ja bei den Missionen schon so gesagt. Das würde ich jetzt eher erst verändern in Krisensituationen. Was haben wir hier? Häuser, hier haben wir Mais wahrscheinlich. Jawohl, eine Maisplantage. Wir haben hier doch schon einiges an Managern. Machen wir das mal so. Gut, dann haben wir Häuser. Hier haben wir eine Baufirma. Da stellen wir gleich auch noch einen ein. Und zwar, ja, das mit der Effizienz wird hier gemacht. Hier haben wir noch eine Baufirma. Vieles haben wir jetzt nicht mehr. Das ist alles militärischer Natur. Gut, dann lassen wir das mal mit militärischer Natur sein. Jetzt haben wir hier oben eine Goldvorkommen. Gleich mal anbaggern. Ja. Wie gesagt, es ist nicht wie bei Tropico 4, wo wir jetzt hier gleich mal auf Aluminium losgehen sollten. Denn wenn die leer sind, sind sie leer. Dann sehen wir alt aus. Sagen wir es mal so. Aber ich denke, eine Mine werden wir jetzt doch mal bauen. Hier Bergwerk. Denn irgendwie zu Geld kommen muss man ja trotzdem. Es hilft ja nichts. So, gleich hier runterziehen den Spaß. Bitte gleich mal schnell bauen. Gut, sie haben sowieso noch nichts anderes zum Bauen als das. Dann werden sie das auch als erstes bauen. Hier poppt schon mal eine Aufgabe auf. Preisen sie die USA in einer Botschaft? Ja, ihr seid Komiker. Wie sollen wir in dem Stadium hier schon eine Botschaft haben? Jetzt müssen wir erstmal uns um die grundlegenden Sachen kümmern. Was hier auch noch grundlegend wäre, ist ein bisschen was für die Unterhaltung. Zwar eine Taverne, die kann nie schaden. Die kommt hier hin. Gut, das passt soweit. Dann haben wir hier hinten Platz für Felder, wobei das ist alles ein bisschen zu nah hier eigentlich schon fast. Aber wir machen jetzt mal noch ein zweites, nee, ein Transportbüro brauchen wir noch nicht. Dafür haben wir viel zu wenig Straßen. Das bringt gar nichts. Sondern, wo haben wir denn den Holzfäller?
irgendwo hin, wo es auch Holz zu fällen gibt. Beziehungsweise Bäume und nicht gleich neben dem Palast, das möchte ich auch nicht. Hier hinten sieht das eigentlich gar nicht schlecht aus. Können wir da eine Straße durchziehen? Ja. Können wir und machen wir. So, ein bisschen hier runter. Das wäre gar nicht mal nötig gewesen. Naja, egal. Ist mal eine provisorische Straße. Würde ich mal sagen. Dann machen wir mal einen Parkplatz. Ich habe allen Ernstes immer noch nicht rausgefunden, was das bringt. Aber wir machen jetzt einfach mal einen. Den Schaden tut es ganz bestimmt auch nicht. Können wir schon irgendwas handeln. Wolle, Öl haben wir alles nicht. Müssen wir alles erstmal. Möbel haben wir auch noch nicht. Autos sowieso nicht. Das müssen wir alles erstmal noch in die Gänge kriegen. Hier haben wir Gold. Da oben haben wir Gold. Hier haben wir Öl. Lasst uns mal Forschung. Genau, da fehlt die Bibliothek. Also die wäre jetzt definitiv mal noch wichtig. Damit hier geforscht wird. Stellen wir hier vor den Palast, dann sieht das ein bisschen nach was aus. Gut. Was wollte ich denn jetzt hier den Holzfäller noch beschleunigen? Gut. Und dann müssten wir vielleicht noch ein paar so Felder errichten. Aber eigentlich erstmal hier die Extraration machen, damit die ordentlich was zu futtern haben. Forschen können wir ja noch nicht. Beziehungsweise könnten wir, aber wir haben keine Forschungspunkte. Dann gucken wir, was wir sonst mal hier noch haben, was wichtig wäre. Da wäre vieles schon wichtig, können wir aber nicht bezahlen. Da müssen wir uns später nochmal drum kümmern. Gut. Stellen wir hier doch mal ein bisschen schneller, damit die mit Bauen hinterherkommen. Wir könnten mal etwas Militärisches hinstellen, etwas Erstes. Falls irgendwie hier Rebellen entstehen, dann machen wir was für die Gesundheit, genau. Beziehungsweise für die Heilung, falls die Gesundheit eben nicht mehr so will. Wo könnte man das hinstellen? Hier. Dann können wir schön die Straße hier noch runterziehen. Das müsste eigentlich noch klappen. Hoffe ich mal. Ja, machen wir das gleich mal, dass wir da nicht aus Versehen reinbauen. Jetzt machen wir noch ein bisschen was fürs Essen. Und zwar eine Rinderfarm, die gibt Milch und Fleisch. Passt schön hier hin. Dann nutzen wir das doch aus. Und bitte auch schnell bauen. So, und irgendwie auf dieser mittleren... Nee, bei dir gibt es ja gar keine mittlere Tempostufe. Bei zwei Auswahlmöglichkeiten wird die Mitte zu wählen schwierig. Was haben wir hier? Eisen. Könnten wir auch noch anknacken. Hier haben wir Kohle. Eisen oder Kohle. 87.000 Restmenge, 122, wir haben mehr Kohle als Eisen. Dann machen wir hier mal noch Kohlewerkstatt. Da könnten wir auch schon die modernen Dinger hinstellen. Habe ich jetzt zu spät gesehen. Ah, das ist schlecht mit der Straße, mitten durch den Wald durch, wo der eigentlich Holz fällen will. Nee, da machen wir einen Bogen außenrum. So. Jetzt hier steht das Goldding schon, das steht... Brauchen wir gleich mal Gastarbeiter und einen Magnaten. Und dann bauen wir das gleich mal um zum automatisierten Werk. So, dann brauchen wir noch... Ach, wir brauchen noch so viel, aber was wir ganz sicher auch noch brauchen, ist eine Schule. Wo kommt die hin? Hier? Nee, die gefällt mir hier besser, das ist zentraler. Gut. Wir könnten dann schon bald ein zweites Baubüro gebrauchen, wahrscheinlich, beziehungsweise hier mehr Leute. Das wäre noch eine Idee. Wir laden mal welche ein. Hier machen wir noch ein... Wo war's? Ein Taktiker. Hält Angriffen 60% besser stand. Genau das möchte ich. Falls dann eben irgendwie mal Rebellenprobleme losgehen. Hier machen wir wieder Aufforstung. Und jetzt machen wir hier, nee, wollte ich ja vorhin schon schneller machen. Das geht gar nicht mehr schneller. Das ist maximales Tempo. Gut, okay. Dann müssen wir das akzeptieren. Ah, 5 Gastarbeiter angekommen. Gut, passt. Was können wir hier noch machen?
erhöht die Ressourcen und das erhöht die Effizienz. Gut, machen wir. Gold ist eh sehr wichtig. Und dann können wir mal gucken hier, ob wir Gold handeln können. Fisch und Mais. Mais könnten wir handeln, brauchen wir aber eigentlich selber. Nee, Gold können wir nicht handeln. Baumstämme könnten wir handeln. Aber nicht bei dem Ruf, den wir bei den Russen haben. Gut, dann müssen wir eben doch bei Mais gucken. Mais geht, okay. Und apropos Essen. Machen wir noch einen Fischereihafen hin. Hier hat's Fischchen, hier hat's auch. Das ist in der Nähe hier von dem Holzfällerlager, das passt. Straße. Passt auch, sehr schön. Und schon gedeiht's. Zumindest in Grundstrukturen. So, aber hier wird halt irgendwie wirklich langsam gebaut. Vielleicht noch irgendwie ein Manager dazu. Ne, das ist alles militärisches Zeug. Das bringt überhaupt nichts. Ne. Hier, das wollen wir noch schneller gebaut haben, bitte. Und irgendwie ist es halt schon verlockend, dass man jetzt hier irgendwie gleich nochmal eine Mine baut. Aber nee, es ist Blödsinn. Langfristig gesehen ist es einfach Blödsinn. Deswegen lassen wir das auch bleiben. Die Bibliothek steht. Das ja, können wir mal so machen, dass das auch den Angriffen ein bisschen besser widerstehen würde. Das passt soweit. Wir haben ja keine Leute drin. Dann bitte die Schule auch mal schnell bauen. Reicht das? Nee, da müssen wir sogar Universität haben. Hm. Keine Forschungspunkte. Ja, weil da keiner arbeitet. Das ist klar. Ich möchte trotzdem mal schauen, was wir hier noch erforschen könnten. Das. Und das Öl. Warum haben wir das denn noch nicht? Das ist auch komisch. Das übernimmt es irgendwie dann doch nicht aus der Mission. Das können wir auch noch nicht machen. Und hier müssen wir dann wohl zwangsläufig einen einstellen. Beziehungsweise aus dem Ausland holen. Hier hat schon die ersten Blechbauten. Das ist natürlich auch nicht schön. Das heißt, man müsste dann vielleicht doch mal noch irgendwo was zum Wohnen hinstellen. Damit ja nicht gleich schon von Beginn üble Unruhen losgehen. So, bitte auch schnell bauen. Eigentlich müssen sie alle schnell bauen. Wir brauchen auch das Krankenhaus und, was wir nicht alles brauchen. Wie viel Gold haben wir denn hier? 48.000, das ist nicht so schlecht. Man müsste jetzt das Gold noch exportieren können. Sonst was passiert denn mit dem Gold, wenn man es nicht exportiert? Die können hier ja gar nichts machen. Wir haben ja keine Schmuckfabrik hingestellt. Wir könnten mal schauen, ob wir eine Schmuckfabrik schon bauen können. Nee. Da brauchen wir erst ein Kraftwerk. Eine Rumdestillerie können wir bauen. Eine Zigarettenfabrik, da müssen wir erst anbauen entsprechend natürlich. Hm, geht alles nicht. Aber wir könnten dann halt doch mal noch ein Feld machen und zwar mit Tabak. Damit wir in die, oder mit Zucker, damit wir zur Rumdestillerie kommen. Ne, wir machen erstmal Tabak für die Zigarettenherstellung. Das wäre keine gute Idee. Denn dann wird das Feld kleiner. Man kann zum Beispiel das Feld hier logischerweise auch hierhin machen. Man hat dann einfach viel weniger Fläche. Also müssen wir was finden, wo wir entsprechend gut Fläche haben. Das wäre gut. Gut. Gut wäre das gut. Passt hier noch ein zweites Teil hin mit zum Beispiel eben Zucker. Passt, aber das wird beschnitten. Aber das ist eigentlich egal. Wir machen hier Felder, dann liegen die alle beisammen. Das ist eh relativ wichtig, denn dann kann man, wenn man hier Verbesserungen macht, zum Beispiel jetzt halt bei dem nicht, aber bei gewissen Farmen, die greifen dann, beziehungsweise das nützt dann die Farm, die daneben liegt, auch etwas. Die profitiert davon dann auch. Von daher ist es sicherlich nicht schlecht, wenn man hier die ganzen Plantagen, von Farmen rede ich schon, die Plantagen meine ich, wenn man die ganzen Plantagen halt nebeneinander stellt, zumindest halbwegs nebeneinander. So, jetzt steht das Teil hier auch. Können wir das modernisieren? Könnten wir, wollen wir aber nicht, das wird zu teuer. Wir können aber noch eine Kohleaufbereitungsanlage bauen. 21 Bürger kamen an. Uiuiui. Gut, das machen wir mal noch. Dann gucken wir, ob wir hier noch einen Manager dafür haben. Genau, Magnaten. Sehr schön.
Das lassen wir hier mal noch so stehen, haben wir gesagt. Fischereihafen, bitte schnell bauen, damit die Leute was zu futtern haben. Ja, das steht ja auch schon. Sehr schön. Machen wir mal noch beengtes Wohnen. Da geht halt die Wohnqualität etwas zurück, aber 35 hier, das reicht dicke. Denn was haben denn die Blechhütten? 11. Also, da kann man hier zu Beginn auch mal beengtes Wohnen machen. Dann passen halt einfach 16 Familien rein, statt nur, ja, ich glaube 11 waren es. Und so kriegt man das Wohnungsproblem dann irgendwann auch halbwegs gebacken. Die Plantage steht. Die Plantage steht auch schon. Das ging ja schnell. Saatgut ändern wollen wir nicht. Hier wird gebohrt. Ja, es ist eine richtige Freude schon hier zuzusehen, wie hier die Autos fahren. Das passt auch. Die Schule steht auch schon. Nee, General brauchen wir da nicht. Aber den könnten wir natürlich... Nee, den können wir hier auch nicht einstellen. Beim Turm gibt es keinen Manager. Okay. Dann lasst uns doch eine Kaserne bauen. Da können wir nachher den Manager einstellen, der hier die Effizienz erhöht. Gleich vor die Bibliothek. Nee, unschön. Hierhin? Ja, hier passt's doch. Und das ist genau auf dem Weg zur Goldmine. Das kann ja gut sein, dass da mal welche vorbeischauen wollen. So eine Goldmine hat ja durchaus irgendwie einen gewissen Reiz. Und was wir jetzt noch ganz schnell machen, noch eine Hafenanlage dazu. So, damit wir vernünftig handeln können. Und das Ding bitte schnell bauen. So, und bis zur nächsten Folge ist das Ding fertig. Steht. Oh. Ja, 77% unterstützen uns. Da machen wir Wahlen, keine Frage. Uns bleibt jetzt aber keine andere Wahl, als diese Folge zu beenden, ohne massiv Überzeit zu machen. Es geht dann in der nächsten Folge wieder weiter. Gut, danke Leute fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.